Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, das war die letzte Nacht auf meiner Matratze und das hier, das ist auch was ich vermissen werde. Weiß ich nicht, ob das dann auch noch so ist, dass man früh aufwacht und die Wurst liegt immer auf einem drauf. Und ja, dadurch gerade, dass die Matratze immer am Boden gelegen hat, war die natürlich hart, aber perfekt für den Rücken. Woanders hängst du immer voll durch, wie in der Hängematte. Und alles verbiegt sich. Hier hast du gelegen, kerzengerade. Das war immer angenehm. Du konntest drauf rumlaufen, rumhüpfen, rumliegen. Immer dieselbe Matratze. Selbst wenn der AD frühs kam, hat sich einfach davor gestellt, hat geguckt und hat einem eine Kopfnuss gegeben, weil er ja direkt auf der gleichen Höhe war wie man selber. Jetzt weiß ich nicht, Pupsi hat ein Bett zu Hause, gibt's Betten bei Mama, egal wo man schläft, man liegt oben und Adi ist unten, jetzt sieht man gar nicht, wenn der vor dem Bett steht. Geh, Adi, Schatz, Adi, wir bleiben einfach hier, wir werden Hausbesetzer. Lass dich nicht stören, Adi. Ich wollte nur mal kurz gucken. Guck mal, Fuß. So, willkommen zur Kabel 1 Reportage und möchten darauf hinweisen, der Thomas ist jetzt angekommen, beziehungsweise haben wir gerade die Rage-Stunde gestreamt. Das ist der Thomas. Hallo. Wie war das? Wollen wir das nochmal machen? Nein. Das ist der Thomas. Da ist das Muttertier. Und wir haben jetzt Pizza bestellt und wollen uns gleich stärken, weil wir müssen gleich die ganzen Möbel aus der Wohnung raustragen. Aber deswegen ist uns im Rewe 1 aufgefallen. Lockeres Osterbrot ist nicht locker, ist fest. Kannst du wegschmeißen. Deswegen esse ich sowas auch nicht. Ich habe mich für dieses Pilsator entschieden für 49 Cent, weil es einfach das billigste Bier ist. Selbst das 500 Dosen Bier kostet 65 mittlerweile. Also Pilsator ist jetzt mein neuer Sponsor. So, das ist immer noch der Thomas und wir haben jetzt Pizza geholt im Pizza-Kebab-Haus. Guckt euch das mal an. Das ist Koch. Eine Pizza Koch mit Spezialsoße, genau. Der Rest ist egal. Hier gab es noch zwei Blumen dazu. So, das ist jetzt der erste Schrank, der runter soll. Der ist auch komplett leer geräumt. Gucken, wie wir das machen. Wir versuchen ihn jetzt einfach so im Ganzen runter zu wuchten. Ja, guckt euch das an. Ein Bier getrunken, eine Pizza gegessen. Kommt ja alles zu die Ohren raus. Die Rückwand ist auch schon draußen. Hauen wir den mal runter jetzt. So, Versuch Nummer 1, Schrank runterzutragen. Ab der Hälfte der Strecke. Ab der Hälfte? Guck mal, wir sind die Hälfte vom Weg. Ab dem dreiviertelsten Weg ist das ganze Ding einfach auseinandergeflogen. Wir haben es extra schön fixiert mit Klebeband. Jetzt liegt hier alles einzeln rum. Was haben die gesagt? Aber nicht den Schrank zerlegen. Bitte im Ganzen hinstellen. Tja, jetzt haben wir den Salat. Aber egal. So, Schrank Nummer 2, die Aufnahmekabine. Meinst du, die ist schwerer oder leichter? Ist leichter. Ist leichter. Ist ja auch kein Mikro mehr drin jetzt. Jetzt verstehe ich es auch. Nee, weil es weniger Holz ist. So, Schrank Nummer 2, auch gerade den Geist aufgegeben beim Runtertragen. Die ganze Rückwand hat sich verabschiedet. Alles liegt verstreut. Aber muss noch raus bis zur Mauer. So, das ist die Mauer. Zweite Schrank ist unten. Lasst's bitte zusammen. Jetzt ist es halt auch in Einzelteilen. Ach, Schnauze voll. Die sind nicht von mir, die können von mir aus weg. Glaube ich. Ja, jetzt kommt erstmal der Tisch. Der andere ist von mir. Du kannst ja die Stühle mit runternehmen. Ja, Mama, Mamuschka, wir nehmen den Tisch. Das Tisch, go. Zwei. So, der Tisch ist jetzt unten angekommen. Irgendwie ist das eine Bein, hat noch Knick gemacht. Ja. Nachtschränkchen weg. Ich glaube, ich sterbe gleich. Das ist einfach die Hölle. So, nächster Punkt. Bett. A.k.a. einfach nur Matratze auf dem Boden. So ein richtiger Assi. Aber ich habe sehr gut geschlafen, hatte nie Rückenschmerzen. Anders als als bei weichen Boxspringbetten, wo man immer stirbt.
Ja, so sieht das gerade aus. Naja. Danke, Thomas. Kamera wechseln, wie geht das? Du musst es rumdrehen. Hä? So. Wir wollen nicht, dass die Matte loswerden. Die Matte ist heilig. Zack! Jetzt hinterher springen, wie Gunther. Thomas, nein! Früher gab es halt noch Treppenstufen, heute gibt es einfach nur noch Matratzen. Ja, ich will hinfallen, genau so will ich das. Und wenn du die hochklappst, kommst du nicht mehr raus. Das ist doch genial. Egal, die Russen kommen. Ja, mach ich. Guck dir das an, wie die aussehen. Na, die ist ein Rückwand. Bist du verrückt? Guckt mal, wie es Mutter dir anpackt. Ich habe die süffige Matratze gehabt. Hier sieht man noch einen Blutfleck von meinem Knie. Ich mit damals mein Knie kaputt. Und wenn Thomas und ich Pause brauchen, setzen wir uns immer hier an unseren Tisch. Da können wir immer Bier trinken und pokern, ne? Bierpause. Das finde ich richtig genial. Herr Rochmer, guck. Bevor es reingeht. Undercover, keiner sieht dich. Herr Thomas! Ich will mal kurz nach dem Adi gucken, weil der vorhin übelst den Puckel gemacht hat. Ja, guck mal hin und guck mal, ob die Heizung an ist oder wie auch immer. Es ist warm. Ist auf jeden Fall hier hinter dem Tisch. Adi, Schatz. Adi? Oh, es ist anstrengend. Adi. Bitte. Was ist denn hier? Jetzt hat er keinen Buckel gemacht. Vorhin, als der Thomas dann geguckt hat, da stand er da und sah aus wie ein Croissant. Einfach nur der ganze Rücken so. Jetzt muss er erstmal gucken, weil alles anders aussieht. So, wir haben als nächstes hier dieses Schuhregal, was ich hier eigentlich ganz cool fand, weil halt wirklich viel Platz ist und du in jeder Etage Schuhe reinstellen kannst. Aber jetzt müssen wir es wegtun, alles gut. Was so ein bisschen Platz, so ein bisschen Filzstoff ist, ne? Es ist egal, es funktioniert, Thomas, es funktioniert. Bierpower. Es funktioniert auch, guck. Bierpause. Was? Bierpause. Adi, Schatz. Ja, so wie ja, wir haben jetzt das Schlafzimmer fertig, den Flur fertig, das Bad fertig, die Küche fertig. Und jetzt fehlt noch Wohnzimmer. Ja, Nerven auch. Das Wohnzimmer ist mehr als alle anderen vier Räume zusammen. Aber jetzt gucken wir erstmal Raw, weil es ist ja Mittwoch. Erstmal Raw gucken und 0 Uhr dann nochmal raus und nochmal ordentlich Krach machen. Das hat so gekracht und gescheppert und geklatscht, wie du das Zeug da runter schmeißt und da lang zerrst. Ich habe zwei Bretter vom Schrank, die Seitenwände komplett vom Haus raus bis zum Platz gezogen über den Asphalt. Oh, Junge. Und nachher ist es 0 Uhr. Da kommt gleich die Polizei. Da können die gleich mithelfen. Ja, 3 Uhr nachts. So, das Wrestling ist immer noch nicht aus. Der Thomas hatte jetzt die gute Idee, mal kurz Kraft zu tanken mit Pfefferminzlikör. Was ist das denn für eine Flasche? Hat er gesagt, die hat er auch nur geschenkt bekommen. Im Berliner Luftgläschen hätte ich auch noch gehabt, aber wollen sie jetzt nicht. Und für den besonderen Geschmack haben wir natürlich noch Pfefferminz. Coco, das ist richtig genial, könnt ihr die Genaya fragen. Für die älteren Damen unter euch gibt es natürlich auch noch ein Eierlikör, aber wir haben keine Waffelbecher und deswegen würde ich sagen, Prost. So, und jetzt kann man so tun, als würde man einschenken. Einmal so. Siehst du, ist der ganze Humpen schon leer. Der Humpen ist leer und der Karton ist voll. Ah. Das ist ein Pfeffi 02 Liter. Elbermint. Gruß an Dani, der Dicke. Haben wir sie erwischt. Grüße an Kurli Dieter. Ich habe gerade erfahren, der Pfeffi war von dir. Der ist auf jeden Fall in guten Händen gelandet. Thomas hat den meisten gekriegt, ne? Brüderlich geteilt. Ja, aber. Wir haben hier wirklich zu tun und das ist wirklich brutal und deswegen ist das gut, dass da so eine kleine Stärkung kam. Dankeschön. Grüße gehen raus. Adi, nein! Oh. Mann! Adi, aus! Aus! So, der Thomas ist gerade auf der Toilette. Wohnzimmer, es ist 0 Uhr, Wrestling ist aus.
Wir wollen jetzt den Sessel raustragen. Der liegt jetzt auf der Seite. Eigentlich ist er ja so voll fett und richtig genial. Das ist mein Lieblingssessel. Auf dem er nie drauf saß. Und die wollen ihn einfach wegschmeißen. Ich kann das nicht verstehen. Weil das er Ding nie keiner drauf nimmt. Sitzt. Weil ich auf dem Sofa lieg. Jetzt nicht mehr. Du Fauler und du sitzt nicht. Du liegst nur. Mann, Thomas. Adi. Thomas. Adi. Schuhe anziehen. Thomas. Ja. Guck, Adi, Schatz, jetzt kannst du nicht die Tür zumachen, das wird jetzt nichts mehr. So, Leute, jetzt seht ihr mal, ne? Klein Ramses mit den Hinternacht am Arbeiten. Man sieht das sowieso. Das ist der Ramses. Guck hier so. Das ist der Sessel. Und den sieht man auch. Und der muss jetzt weg. Jetzt geht's ja nur noch im Dunkeln, ne? Diesen Weg lang. Ne? Schön auf der Sackkacke, den Sessel. Sackkacke, genau. Auf der Sackkacke. Da sieht man seine Stirnlampe, sie leuchtet den Weg. Reich sind wir am großen Müllhaufen. Und denk dran, es muss dunkel sein, weil es ist mitten in der Nacht. Was hab ich dir gesagt? Wenn wir das nächste Mal herkommen, ist mein Regal weg. Und was ist? Mein Regal ist weg. Ein Regal ist weg. Aber jetzt haben die hier noch einen schönen Sessel. Den packen wir jetzt so hin, dass man sich gleich drauf sitzt. Ja, in der Hoffnung, dass der nicht weggeschmissen wird, sondern dass jemand sagt, so. Der Sessel ist voll genial, weil das ist er ja. So, jetzt drehen wir den noch einmal rum, dass man gleich sich draufsetzen kann. So, dann übergeben wir die Kamera und machen eine Sitzprobe. So, der Sessel sitzt, der Thomas sitzt auch. Oh. Guckt euch das an. Nach getaner Arbeit. Hier hat eben noch mein Schuhregal gestanden und das ist jetzt weg. Ich hab's doch gewusst, aber das ist gut. Alles, was jetzt geholt wird von irgendwem, und zwar so ein 1A-Sessel, haben die dann morgen weniger zum Tragen und zum Wegmachen. Und jetzt guckt euch doch mal den Sessel an. 1A-Sessel. Ist das nicht super? Ihr könnt euch immer noch hierher setzen und chillen. Richtig. Mit und ein Bierchen dabei trinken zur Not. Hier mit Ablage, ne? Können dann noch Bier draufstellen, genau. So eine super Ablage werdet ihr nie wieder kriegen. Gönnt euch Sessel Deluxe. Der Bierpower-Sessel. So, jetzt guckt ihr diesen super Racing-Stuhl an, ja. Die Lampe ist eigentlich total sinnlos gerade. Das ist der super Racing-Stuhl. Thomas, magst du nochmal anheben? Denn der muss jetzt auch weg. Da fehlen nämlich die Beine. Weil die Beine von dem Stuhl sind an meinem Stuhl, weil da die Beine mal kaputt waren. Der ist schäbig und der andere ist neu. Aber der kommt weg. Und der Hocker hier, der kommt auch weg. So, der gehört nämlich zu dem Sessel. Das ist mein Sofa. MacGyver-Style. Da hat der Adi mich damals durchgeschmissen, ne? Deswegen ist hier diese Pressspanplatte komplett durchgebrochen. Das Sofa hat wie eine Hängematte da gehangen. Da habe ich mir natürlich aus Kartons und Brettle schöne Unterlage gebaut, dass ich immer noch drauf rumhausen konnte. Hausen. Ja, und? Findest du gut? Gut. Also, tu mal raus. Dreckiges, schmieriges Sofa. Ah. Ja, Thomas hat gesagt, das muss man aushaken. Aber ich glaube fest dran, wenn man da mal so macht, dann ist das von alleine ausgehakt. Und dann kann man das auch wegtun. Ihr seid aber fleißig. Ich komme auch gleich. Oh. Ich glaube, ich kotze gleich. Das ist so schwer immerzu. Also eigentlich ist es gar nicht schwer. Aber es tut so weh. Alles zieht schon wieder. Wie Norman Ritter. Es drückt schon wieder, genau. Scheiße. So, kann sich der nächste setzen. So, Sofa ist weg. Als nächstes folgt der Schrank, wo immer der Drucker drauf stand. Hier ist ein zweiter. Den will der Thomas aufheben. Der kommt weg. Ungefähr so. Das letzte Monster. Das vorletzte Monster. Willst du sagen, der Teppich ist ein Monster oder was? Ja. Noch? Monster. Jetzt guckt euch doch mal dieses schöne Regal an, wo du so viele Fächer hast, wo du einfach was reinstellen kannst, was einfach immer der Hintergrund von den Streams war. In der Mitte sogar immer mit Rückwand, außen ohne Rückwand.
Wir haben das irgendwann einfach hier davor gestellt. Das war der ursprüngliche Hintergrund von den Streams. Da war hier diese Pinnwand, ne? Und hier waren Alben von mir aufgeklebt. Hier Trispalt, Battle Royale, ne? Und hier haben wir lauter Sachen angeklebt und dann haben wir das einfach davor gestellt. Das hat gar keiner mehr gesehen. Und jetzt kommt's weg. 15 Euro wollte es keiner haben. Geschenkt wollte es keiner haben. Jetzt stirbt's. Ich hätte es gern mitgenommen. Ah, es geht nicht. Hm. Was machst du da? Kopfschmerzen. Und du? Auch Kopfschmerzen? Nein, ich habe keine Kopfschmerzen. Das super fette Regal ist jetzt weg. Jetzt muss nur noch der Teppich raus. Das ist ja das Schlimmste. Der ganze Teppich muss raus. Guck. Der ganze Teppich muss raus. Das hättest du ruhig liegen lassen können. Den rollen wir jetzt hier rüber und werfen alles auf die andere Seite. Und das muss dann auch noch raus. Aber das machen wir mal tagsüber, wenn wir in der Wohnung sind und Zeit haben. Lässt du das in Ruhe? Ach, das ja. So, das war das einzigste Regal, was ich eigentlich mitnehmen wollte, weil es überall einzelne Fächer und Bretter hatte, wo ich meine ganzen Maddox-Soßen reinstellen wollte, die ich alle gekriegt habe und alle anderen Chili-Soßen. Und die zwei sagen, der Schrank ist hässlich, schmeiß den weg. Hat keiner gesagt, und deswegen müssen wir jetzt, die Rückwand raushauen. Und jetzt ist die Rückwand auf jeden Fall draußen. Oh! Und der Ramses hat Frust abgebaut. Ja, und die Steckdose ist auch draußen. Und die Steckdose ist auch draußen, ne? Da passt es ja wunderbar. Ja, das ist sehr schön. Und jetzt tun wir den wahrscheinlich auch noch auf den Sperrmüll, obwohl wir den eigentlich mitnehmen wollten oder so. Brauchst du jetzt noch Rest auseinander? Ach so, also nehmen wir den doch mit. Ja, du willst mitnehmen. Aber die Rückwand braucht man nicht. Und das ist das Gute. So, das ist Tobas. Und das ist die lange Wurst. A.k.a. der Teppich. Und da draußen geistert was hin und her. Man sieht immer zu. Und am Türschlitz, dass sich was bewegt. Ein Adi! Haben wir ihn erwischt. Ein Adi! Jetzt müssen wir den Teppich nur da rausbringen irgendwie. Und nochmal den Treppenaufgang runterwerfen, oder? Juhu! Ja, ja. So, Thomas ist fertig, ne? Das sieht dann ungefähr so aus. Blendet das? Ja. Ein bisschen, warte, ich mach's mal heller. Seht ihr das? Ich weiß nicht, eigentlich ist es ja so, mit Gesicht, guck. Dann kann man so hin und sagen, Thomas ist fertig, ne? Und hier seht ihr auch, ach, das sieht man trotzdem nicht. Das ist doch alles scheiße. Hier liegt jetzt auf jeden Fall der fette Teppich, den wir jetzt runtergewuchtet haben. Thomas hat seinen Sessel zum Sitzen. Hier ist der Mama ihr Stuhl zum Sitzen. Hier ist nochmal ein super geniales Schlafsofa. Das ist halt wirklich geil, weil ihr könnt jetzt einfach hier drauf und könnt euch dann einfach hier hinlegen und könnt dann hier schlafen. So. Das passt, ernsthaft, das passt. Ihr könnt euch jetzt einfach hier hinlegen. Also wer jetzt noch einen Schlafplatz sucht. Und sagen, auch wenn ihr keine Matratze mehr habt, ihr schlaft jetzt einfach im Sperrmüll. Und das ist dann voll genial. Ihr guckt euch das doch an. Ihr könnt hier einfach liegen. Ihr seid geschützt vom Stuhl, einer Wand, voll irgendwas. Hier unten habt ihr Bretter, Glascontainer. Könnt ihr euch jetzt hier hinlegen und einfach nur chillen. Da ist noch ein Baum. Der schützt vor Regen. Da ist ein Baum, da ist ein Dach, da ist eine Straßenlampe. Und eigentlich ist es ja auch hell. Also man sieht ja hier alles. Wenn man hier rüber guckt, man hat hier seine kleine Mauer. Hier hast du noch ein Handy, ist gerade rausgefallen. Und hier ist der Torbogen. Also wenn nachts jemand kommt, ihr seht alles und seid hinter eurer Mauer geschützt. Deswegen würde ich sagen, war's das. Wir übernachten heute jetzt auf dem Sperrmüll. Ich würde sagen, gute Nacht, Peace out, Vorhaut. Und wir sehen uns morgen. So, es ist der nächste Morgen. Es ist kalt, es ist nass. Ich muss mal aufstehen. Muss euch das mal zeigen, wie es jetzt aussieht. Der Haufen am nächsten Tag. Guckt euch das an. Alles ist nass, der ganze Stuhl ist nass, der Sessel ist nass, alles hat nass geregnet. Das ist jetzt der komplette Haufen, den wir runtergebracht haben, den wir runtergeschafft haben. Mein Hocker, mein Regal. Rest in Peace Regal für immer. Meine Aufnahmekabine. Mein super Sofa. Meine verschmierte Matratze.
Das sieht so genial aus eigentlich, wenn du hier vorbeiläufst, dass du denkst, du kannst dich einfach da drauf setzen. Und hier unser Pokertisch. Ne? Vielen Dank an Thomas an der Stelle. Der liegt nämlich oben und schläft. Und ohne den wäre ich total aufgeschmissen, ist extra dafür hergefahren. Falls ihr jetzt denkt, dass ich hier geschlafen habe und übernachtet habe, dann ist das natürlich nur Quatsch. Ich bin jetzt extra runtergelaufen und habe mich jetzt auf das nasse Zeug draufgelegt. Und jetzt ist auch nochmal alles nass und ich bin so fertig. Das heißt, ich zeige euch jetzt eigentlich, wie es wirklich war und was gestern wirklich noch abgegangen ist. Ich habe jetzt nämlich gefühlt eine Stunde geschlafen, bin runtergegangen, um euch das zu zeigen. Ihr seht jetzt also, wie es gestern eigentlich noch weiterging. So, wenn ihr euch fragt, was das für ein ohrenbetäubendes Geräusch ist, das ist die Luftmatratze, die ich für 50 Euro bestellt habe, dass der Thomas auch schlafen kann. Und die kann man einfach in die Steckdose stecken und dann pumpt die sich selber auf. Das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. 10 von 10 Punkten. So, das Ding ist jetzt fertig. Wir wollen den ersten Liegetest machen. Also, es macht auf jeden Fall Geräusche. Wir setzen uns mal drauf. Oh. Jetzt legen wir uns mal so. Sagen dann. Gute Nacht. Es riecht auf jeden Fall übel. Hatte. Ich muss nichts sehen. Und wie riecht's? Och. Ich find's riecht gut. Naja. Ich könnte aber nicht sagen, dass es. Ich denke mal, da muss ich nicht mit der Nase nach unbedingt, oder? Es passt sich ein bisschen auf jeden Fall dem Rücken an. So. Ja, dein Kopf kannst du ja da oben drauf. Ja, ich liege zu weit unten und die Position sieht komisch aus. Müssen wir gucken, wie es bei Thomas aussieht. Und dann, wenn er abreißt, dann springen wir mit Carraro beide gleichzeitig drauf und dann geht's. Und wie findest du das jetzt? Auf jeden Fall hart. Härter als meine Matratze. Finde ich gut. Auf jeden Fall besser als Thomas seine Matratze. Ist für ihn nichts, aber finde ich auf jeden Fall so, gut. Aber ich sag mal so, ist halt besser als auf nichts. Na, ey, Alter. Hörst du denn? Ich denke, das ist für zwei Personen. Das ist auf jeden Fall. Ist es jetzt noch härter? Dein ganzes Gesamtgewicht. Noch härter. Ach so, warte mal. Wir liegen hier unten und schlafen draußen. Ich muss wieder runter. Bis gleich. So, wenn ich was gelernt habe von Natururin, dass man immer ein Wurfzelt dabei hat, was man dann so aufbaut, dann sieht das schon fast richtig aus. Das ist ja nackt, oder? Guck dir das an. Ist richtig das genial. Ich meine, es glänzt wie eine Speckschwarte. Okay. Es ist nur falsch rum. Und jetzt liegt da der Thomas. Und daneben ist die Hundehütte. Ja! Und, also, ja. Für einen Mensch definitiv zu klein, also wenn man das so sieht. So, das ist also die Hundehütte. Für Katzen. Für den Hund. Gute, Adi Hund. Adi Hund. Adi Schatz. Ja, gleich macht er ein Loch rein und dann hast du es. Das ist nämlich der Hund. Ich habe letztens mal, als wir im Stream waren, habe ich erzählt, dass da hier die Syrier da waren. Die Syraner. Die Syrer. Die Zykli waren da auf jeden Fall. Die waren so nett und freundlich und haben sich tausendmal bedankt, weil ich ein paar Schränke und ein paar andere Sachen verschenkt habe. Und dann hat er gesagt, der kocht immer und der macht immer so. Also ich habe ja nichts verstanden und er auch nicht. Und deswegen hat er gesagt, er wird sich zu... Hat man gemerkt auf jeden Fall. Und dann kam der ja, als wir am Montag gestreamt haben, hat es geklingelt, da kam der mitten in der Nacht im Hausflur an und hat mir diesen Teller gegeben mit Spezialitäten, die er selber zubereitet hat, was wohl was Süßes ist, hat mir sein Handy in die Hand gedrückt und ein Dolmetscher am Telefon hat gesagt, hallo, ich kann ein bisschen Deutsch, ich kann Ihnen nochmal sagen, sehr freundlich und bedanken sich für alles und kannst du das mal aufmachen jetzt? Wir wollen nämlich jetzt mal probieren, weil das ja im Zuge mit der Wohnung zusammenhängt.
wie das schmeckt, ne? Und was es überhaupt ist. Haben wir hier nämlich zwei Frühlingsrollen. So sieht es ähnlich aus. Kannst du ja mal eine hier runternehmen. Die ist nämlich schön schlapprig. Sieht einfach aus wie ein, ja, wie ein Pfannkuchen, wie ein Dätscher. Beiß ich mal rein. Vielleicht schmeckt es nach Apfel oder nach Apfel. Und vor allem, man schmeckt eigentlich wie ein Eierkuchen, aber ist irgendwie eine weiße Creme drin. Wenn ich den anderen ein bisschen esse, süß, aber total lecker. Wie Apfelkuchen. Also Eierkuchen. Oh ja. Pfannkuchen, Eierkuchen, was auch immer, so schön zum Essen. Wunderbar. Im Endeffekt sind es einfach Eierkuchen. In der Calzone Edition. Also ich bin ja nicht der süße Typ, aber das war richtig lecker. Das war verdammt gut. Und diese schöne Teller mit dem Schmetterling drauf, sieht auch verdammt gut aus. Nehmen wir mal hier so eine Bratwurstschnecke, genau. Mal gucken, was das ist. Oh, jetzt ist es eine Curly Fry. XXL Curly Fries. Ja, wie isst man das, ohne dass das komplett auseinanderfällt? Ist ein anderer Teig. Und da ist auch nichts drin, bestimmt. Nee, aber trotzdem eine süßliche Note. Wieder. Sehr interessant. Sehr interessant. Thomas, diesmal sind 3 Stück da. Ja, genau. Überleg dir. Adi, guck mal. Guck dir das mal an. Adi, merkst du das? Mhm. Guck dem Adi, schmeckt's auch. Ich glaube, das ist viel zu süß für den Adi. Das heißt, wir dürfen den Adi die dritte Schnecke nicht essen lassen. Aber es schmeckt wirklich sehr gut. Das ist also eine feuchte Schnecke. So. Es ist jetzt... Moment. Es ist jetzt 5.57 Uhr. Falls man das erkennt. Oh. Adi, Schatz. Alles Gute. Wir haben jetzt die Mama noch heimgebracht, zu Fuß, mit ihr spazieren, bis nach Hessberg zur Baustelle, wieder zurück. Wir sind so fertig, alles tut weh. Ich habe unterwegs meine Unterhose verloren, aus diversen Gründen. Thomas schläft jetzt, ruht sich aus. Ich habe mich jetzt auch hingelegt. Wie ich jetzt liege, wie mein Schlafplatz aussieht, das kann ich euch morgen mal zeigen, wenn es hell ist. Und ja, aber wir sind noch lange nicht fertig. Oh.